Hallihallo, Lucius Akun hier mit einer neuen Folge Veilheim. Und hier stehen wir stolz mit unserem Helm, aber immer noch barfuß. Dann schauen wir mal, machen wir die letzten Vorbereitungen für unseren ersten Dungeon. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen und was man da alles erleben kann. Ja, gucken wir einfach mal. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Oh, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wetter ist schön zurzeit, also geht raus. Nachdem ihr mein Video geguckt habt, am besten. Ja, also wie gesagt, letzten Vorbereitungen und dann gehen wir da mal rein. Vor allem alles, was wir so dabei haben, können wir mal noch aufräumen. Ja. Wir brauchen ja auch leere Taschen, würde ich mal sagen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch ein bisschen Ausrüstung vielleicht. Wir haben ja ein paar Rohstoffe auch das letzte Mal gesammelt. Gucken mal. Den Umhang. Da brauchen wir Knochenfragmente. Die haben wir. Die haben wir bestimmt von den Skeletten bekommen, denke ich mal. Fackeln haben wir genug. Lederhelm, klar, haben wir nicht. Hier. Ah, Moment. Ich glaube, wir müssen erstmal Platz schaffen, um überhaupt was zu basteln, oder? Ne, das geht nicht. Wo wir die Materialien haben. Die können wir beides herstellen? Mal ausprobieren. Das wäre natürlich wirklich optimal. So, Moment. Wir können ja so lange noch ein bisschen Fleisch hier drauf machen. Und jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Platz. Ich glaube, in der Kiste ist nicht so viel. Genau, so. Steine weg. Ich glaube, das brauchen wir alles gerade gar nicht. Und die Sachen bestimmt auch nicht. Die Wildschweine auch nicht. So. Ja, ich glaube zum Basteln was anderes. So. Tun wir gleich mal wieder was dran. Gut, gut, gut. Also schauen wir mal. Zu weit weg. So, so. Also, wir können auf jeden Fall einen Lederbrustpanzer basteln. Sehr gut. Und eine Lederhose. Die haben dann Rüstungswert 2. Was auch immer das genau bedeutet. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir dann aussehen, wenn wir sie angezogen haben. Aber keine Stiefel dabei gewesen. Ein. Warum auch? So, wo haben wir es? Ja, das Inventar ist echt eine Katastrophe. So, das war die Lederhose. Da hat man gar nicht so viel Unterschied gesehen. Sehr gut. Oh doch, jetzt haben wir Schüchchen an. Sehr cool. Ja, jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr so aus, wie man sich einen Wikinger vorstellt. So, können wir noch was basteln? Ein Schild haben wir. Lederbrustpanzer, das ist ja genau das. Ach, wir tragen das gar nicht übers Hemd, sondern das ist wirklich ein neues Ding. Okay, dann müssen wir die noch aufräumen. Oder kann man die irgendwie wegschmeißen? Na, behalten wir es mal lieber. Haben wir noch irgendwas Cooles? Der Speer wird mich immer noch interessieren, aber wir haben wieder nicht genug Feuersteine. Haben wir wieder für was anderes verschwendet? Also wirklich. Oh. Habe ich jetzt wieder Kohle gemacht? Ja, ich habe Kohle gemacht. Weil ich mich da nie konzentriere. So, jetzt tun wir mal kurz. Also. Oh, ich brauche mir definitiv nicht mehr. Oh, in der Kiste ist auch schon kein Platz mehr. Ich vermute auch, dass meine Stapel einfach nicht ordentlich sind. Weil ich habe doch schon wieder Federn irgendwo gesehen. Also Holz. Jetzt Moment mal. Die Federn habe ich woanders gesehen, auf jeden Fall. Die Hacke lassen wir mal da. So, was haben wir noch? Den Hammer müssen wir eigentlich auch nicht mitnehmen. Das Ding müssen wir nicht mitnehmen. Keine Ahnung, wie gefährlich so ein Dungeon ist, aber ich würde ungern was verlieren, was ich vielleicht noch brauchen könnte. So, dann haben wir hier, genau, guck mal, Federn haben wir hier. Was ist das? Das ist Kohle. Perfekt, hier noch mehr Kohle. Ich hoffe, dass man mit Kohle irgendwann mal was machen kann. So, was haben wir hier? Noch mehr Harz. Weiß nicht, ob wir mehr Fackeln brauchen, als wir jetzt schon dabei haben. Das tun wir mal weg. Guck mal, da ist noch ein einzelner Stein, Federn. Was ist das hier eigentlich? Buchensamen habe ich auch gesehen in der anderen Kiste, genau. So.
Und schon ist das doch alles schon ein bisschen aufgeräumter. So, um das Leder wäre es, glaube ich, auch schade, wenn wir das verlieren. Jetzt habe ich doch wieder den einzelnen Stein. Und die Feder habe ich auch nicht geschafft, darüber zu räumen. So, vielleicht noch den Feuerstein raus. Komischen Augen. Ja, die Knochen können wir auch ruhig da lassen. Ja, jetzt sieht es doch schon übersichtlicher aus. Können ja noch was in die andere Kiste schnell tun. Da ist auch schon ein bisschen was drin. Vielleicht so die Hälfte zumindest vom Essen. Dass wir hier nicht komplett ohne Nahrung dastehen, falls uns doch was passiert. Das rohe Zeug, ne, können wir glaube ich sowieso ja nicht unterwegs essen. Die zerlumpte Hose tun wir jetzt halt mal da rein. Werde ich wahrscheinlich nie wieder finden. Ja, das passt doch jetzt ganz gut. Du könntest was zu essen vertragen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Schläfchen. Schlaf. Und danach essen wir. Und dann laufen wir einfach mal los. In deinem Traum erhebt sich der Wald vor deinen Augen. Das haben wir auch schon mal geträumt. Gewaltiges Geweih im Rahmen, bla bla bla. So. Ich bin gerade ein bisschen hier gepusht. Ich möchte jetzt was erleben. Oder auch nicht. So ein bisschen Angst habe ich schon vor dem Dungeon. Also hier, das können wir essen. Alles essen. Boosten wir nämlich auch unsere Lebensenergie ein bisschen. So, wo müssen wir genau hin? So, also da lang. Okay, ich verstehe. Also natürlich. Nein. Vorsichtshalber mal ausrüsten. Könnt ihr auch mal ein Turmschild ausprobieren? Ist das ungefähr die Richtung? Ja. So ungefähr müsste es schon der richtige Weg sein. Und jetzt laufen wir mal. Ich bin echt gespannt. Letztes Mal sind wir ja davor stehen geblieben. Aber wir hatten auch echt viel zu viel dabei. Also wenn wir da wirklich was Cooles finden, hätten wir es gar nicht mitnehmen müssen können. Beziehungsweise ich mir dann wieder was, hätte ich was wegtun müssen. Ja, jetzt laufen mir die Hirsche einfach über den Weg, ne? Na. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Wir haben ja diesmal ein konkretes Ziel. Ja, jetzt sage ich dann so Großsprüche, mir ist wurscht. Und beim nächsten Mal ist es dann wieder so, wo ich mir so denke, oh nein. Oh, genau. Warum warte ich eigentlich aufs Blocken? Die hauen wir einfach so. Einmal. Ja, genau, hier. So. Die sind ja eigentlich kein Problem. Ich wollte gerade das Parieren nochmal ausprobieren. So, dann laufen wir mal und laufen. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Was haben wir da? Ein Wildschwein, oder? Wenn das so klein ist. Treffe ich das? Ja, ne? Oh Gott. Oder auch nicht. Das habe ich im Laufen getroffen. Sehr cool. Na komm her. Wo bist du denn? Ja, ich will nur den Rest. Oh, es sind sogar zwei. So, eins schon mal erledigt. So eine kleine Aufwärmung vor einem Dungeon. Naja. Ist ja auch nicht schlecht. Haben wir wieder Fleisch, Leder. Das kann man immer brauchen. Aber meine Bogenkünste waren jetzt wieder... Naja, aber immerhin ein bewegliches Tier mal getroffen. Das Timber. Sehr gut. Was? Ja genau, wir müssen eigentlich bloß die aufgedeckte Karte hinterherlaufen. Und dann müssten wir ja da hinkommen zu dem kleinen Hügelgrab oder was das war. Ich weiß gar nicht, ob die Skelette, die drumherum standen, dann wieder gespawnt sind. Ob die wiederkommen? Ich weiß es nicht. Wir gucken es uns mal an. Ich muss sagen, wenn... Oh, guck mal, hier ist so eine Schneise. Sieht auch nicht schlecht aus. Und ein Schweinchen noch, aber nein. Wir lassen uns jetzt nicht hier ablenken. Ich weiß gar nicht, wie es... Aber ich muss aber echt vorsichtig sein, weil ich würde jetzt die Ausrüstung ungern verlieren. Ich klar, wir sind ja noch am Anfang vom Gebiet und wir könnten wahrscheinlich alles relativ schnell wieder basteln. Aber es hat eine Weile gedauert und ich muss ehrlicherweise sagen, da mache ich doch lieber andere Sachen. Da ist ein Fisch. Oh, das
ein Brunnen, oder? Soll es ein Brunnen sein? Anscheinend. Guck mal, da oben hat jemand eine Kiste versteckt. Das ist ja cool. Was sind da drin? Ein paar Sachen. Ein paar Münzen. So. Noch mehr Grund, nicht zu sterben. Da habe ich doch irgend so ein Viech schon wieder gesehen. Habe ich keine Lust, dass mir da irgendwas in den Rücken fällt, während ich da in diesen Dungeon gehe. Wo ist es denn? Da. Ein Gräuling. Die, die uns überfallen haben, waren aber... Die hießen schon Zwerge. Das ist bestimmt höher. Okay. Oh, ein Steinhaus sogar. Jetzt geht's hier aber ab. Ich bin gespannt, wann wir so Steinhäuser bauen können. Ich glaube, wir haben noch kein Rezept dafür. Wir dürfen ein spezielles Werkzeug brauchen. So, da ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn es in dem Dungeon so dunkel, also wenn es da dunkel ist, können wir ja eigentlich gar kein Schild benutzen. Oh. Was sagen wir jetzt da oben? Oh, was ist das? Das ist was Größeres. Ja, das ist ein Zwerg. So, denn aber eigentlich auch kein Problem gerade gewesen. Aber es sind sogar mehr. Ach komm. Eigentlich wollte ich in den Dungeon rein. Was haben sie? Holz. Okay. Was ist da? Und Harz wieder, oder? Boah. Anders die Wächter, sozusagen. Sollen wir jetzt wirklich reingehen? Oder machen wir es beim nächsten Mal? Na komm, da müssen wir jetzt schon reingucken, oder? Ja. Also, dann geht's jetzt rein. Ich spreche mir gerade mal aus. Grabkammern. So heißt das, okay. Mal schauen. Ja, ist schon ganz schön duster. Aber ich will auch... Machen wir mal kurz ein bisschen Licht. Okay, da ist ein Gang. Da ist ein Gang. So. Mal gucken. Es ist halt echt dunkel. Geht's noch weiter? Moment, ich hab doch gerade was gehört. Was hinter mir? Oh, ich hänge. Das finde ich nicht gut. Oh. Mal lieber ausweichen, ha? So, der ist erledigt. Okay. Ich sehe gerade, dass so mein Essen hier rumblinkt. Habe ich da gerade was gehört? Ich bin bei sowas immer so ein Schisser. Ich meine, wenn... Keine Ahnung, wenn von hinten eins kommt, haben wir halt echt ein Problem, ne? Ja, ich mach's jetzt mal lieber ohne Fackel. Ich hoffe, man sieht trotzdem dann noch was auf den Videos. Okay, hier ist erstmal nichts, nur geschlossene Türen. Die lassen wir auch mal schön zu. Guck mal doch erstmal in die Richtung. Gut, wir haben relativ viel Lebensenergie gerade. Hm. Gehen wir mal da lang. Ah, da ist noch eins. Ah, ich hab ihn. Das war doch schön. Immer mal gucken, ob nicht doch noch was. Und auch ein bisschen Zeit zu lassen zum Heilen. Da ist was. Ein Surtlingkern. Neues Material. Kriegen wir auch neue Rezepte für? Hm, nö. Boah, ist das unheimlich hier. Aber mit den Leuchtpilzen geht's eigentlich. Man sieht ein bisschen was. Ja, auf mein Schild möchte ich echt nicht verzichten. Ich glaube, das wäre die schlechteste Idee. Ah, hier ist noch so ein Kern. Cool. Ich würde diese Pilze ja gerne einsammeln, aber die machen wenigstens ein bisschen Licht. So, ich glaube, jetzt haben wir alles bis auf die Türen uns angeguckt. Keine Ahnung, ob es hier auch Bosse gibt oder so. Ich hoffe mal nicht. Weil für sowas fühle ich mich dann jetzt doch noch nicht vorbereitet genug. Okay. Ah, okay, hier sind nur Überreste. Ich glaube, jetzt können wir bald diesen Umhang machen. Okay. Ja, die Pilze lasse ich jetzt stehen. So verführerisch es auch ist, alles einsammeln zu wollen. Da ist eine Tür gewesen. War da hinten auch nochmal eine? Da war hier Ende. Ende Gelände. So, so.
Also weiter hier rum. Da ist eine Tür. Gucken, ob hier noch ein. Ist da was? Nein. Da hätte sich kurz eins verstecken können. Jetzt hier weiter. Hier geht's bergauf. Aber hier geht's nicht weiter, nee. Du bist ungeschützt? Du bist geschützt. Ach, weil wir jetzt ein Dach über dem Kopf haben. Ja, ich fühle mich hier sehr geschützt. Jetzt verlaufe ich mich gleich in dem kleinen Ding hier, oder was? Ne, aber hier waren wir schon. Doch, doch. So, gehen wir mal zurück. So. Wir haben ja noch ein paar Türchen. Schon wieder Geräusche gehört. Hier war doch auch eine Tür. Okay. Mach mal jetzt doch mal ein bisschen Licht zumindest. Guck mal die Wurzeln, das sieht ja cool aus. Hier ist nochmal so ein Kern. Oh, mich würde das halt echt ärgern, wenn wir jetzt dann quasi alles verlieren würden. Oh, die Fackel ist aus. So. Machen wir trotzdem mal vorsichtshalber so. Ich kann es wahrscheinlich jederzeit ändern. Aber ich finde es immer ein bisschen hektisch, das anders ausrüsten. Okay. Kommt da noch ein Gegner? Ne, hier ist jetzt nichts. Machen wir mal ein bisschen mehr Licht. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier was übersehen haben. Nö. Ich meine, mich wird jetzt nicht... Ne, die haben wir geöffnet. Hier ist auch nichts. Ansonsten müssen wir halt... Dann laufen wir halt davon, ne? Wenn ich davon laufe, muss ich bloß hier die Kurve erwischen. Moment mal. Erstmal gleich mal nochmal Fleisch. Müsste hier nicht mal wieder meine Lebensenergie heraufsteigen? So ein Heiltrank oder so bräuchten wir mal. So. Dann nehmen wir aber auch wieder vorsichtshalber mal gleich die Waffe. Immer schön vorsichtig. Dunkler Wald? Was? Ach, da haben wir jetzt dunkle Waldgebiet. Ist der dunkle Wald der Schwarzwald oder ist das wieder was anderes? Da ist kein Skelett, aber da ist gleich mal eine Truhe. Ein Rubin. Cool. Ja, dazu, wozu wir wertvolle Gegenstände brauchen. Aber wahrscheinlich kann man was Cooles damit herstellen. So, gehen wir mal weiter. Hier ist eine Tür. Hier ums Eck rum. Ist da noch ein was? Ah, okay. Nur Überreste. Sehr gut. Ja, da habe ich aber schon wieder was gehört. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass da ein Gegner dahinter ist. Wenn wir flüchten wollen. Okay. Ah, hier ist sogar eine Fackel. Okay, das heißt, wir sehen da ein bisschen was. Oh, ein Bogenschütze. Oh, das sind mehr. Oh, da muss ich jetzt echt aufpassen. So, einen erledigt. Das finde ich schon mal gut. Erstmal hoch das Schild. Na, komm her. So, sehr gut. Oh, der hat mich erwischt. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, das ist mir erstmal wurscht. Okay. Jetzt habe ich aber noch schon wieder ein Geräusch gehört. Müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Machen wir erstmal zu. Erstmal mal die Nachricht. Ich sehe nur, dass die Buffs gerade wieder weg sind, deswegen. Oder angefangen haben zu blinken. Wow. Na toll. Du bist aber auch ein gemeines Viech. Das Schild nicht rechtzeitig hochgemacht. Ja, komm her zu mir. Komm, komm, komm. Und erledigt. Wir sind der Skeletor-Schlechter. Oh, ich höre noch ein Geräusch. Das gefällt mir nicht. Okay, gucken wir uns hier mal um. Hier sind nur Dingsies, ne? Ja. So. Also wenn wir um die Kurven rumlaufen, sollten wir halbwegs sicher. Oh, was ist das? Was war denn das? Also der bewirft uns auf jeden Fall mit was. Na komm her. Na, nicht weglaufen, komm. So, schön hier. Oh, das war zu spät. Also geblockt haben wir aber. Und dann war es zu früh. So. Okay. Das
ist denn das? Okay, jetzt habe ich Angst. Was war denn das? Ein Geist. Igitt. Na komm her. Hier sehe ich dich zumindest ein bisschen besser. Komm, den einfach Brute Force hier, würde ich mal sagen. Der ist erledigt. Das war schon unheimlich. Sind da noch mehr? Ja, ich sehe da Sachen, die leuchten. Oh Gott, ich habe Angst. Ich sehe auf jeden Fall, wir hätten uns mal eine zweite Waffe holen sollen. Nee, okay, das ist... Es wird ja schon nicht hinter mir irgendwas spawnen, oder? Münzen? Der war quasi unser Endboss. Ah, jetzt wissen wir, wo er ist. Da. Ah, das sieht schon so aus, als müssten wir was mehr. So. Der Uralte. So, und jetzt raus hier. Dann gehen wir erstmal mit unserer Beute nach Hause, würde ich sagen. Bevor uns hier doch noch was passiert am Ende. Nehmen wir mal einen so Pilz mit. Oder zwei. Aber ich will jetzt hier nicht mehr rein. Uah. So, draußen können wir... Nicht, dass wir gleich überfallen werden. Ja, das war doch jetzt mal ein erfolgreicher Dungeon-Run, würde ich sagen. Es regnet. So. Ne, das wäre zu schade, wenn wir jetzt die Ausrüstung verlieren würden. Wir haben jetzt doch einiges. Bin mal auf die Rezepte auch noch gespannt. Die Kisten, die wir außen gefunden haben, das hat sich auch schon gelohnt. Wir wissen, wo der nächste Gegner ist. So, jetzt möchte ich bloß niemanden begegnen, der mich verhauen kann. Was ist das da? Ist das ein Baumstamm? Ah, okay, der hat nur so geglänzt. Aber wir müssen sowieso in die Richtung. So. Ja, das war ganz spannend von dieser Geist. Wahrscheinlich hätten wir ihn mit der Fackel angreifen sollen. Das wäre wahrscheinlich effektiver gewesen als mit der dem Steinklopfer-Ding. Aber andererseits hat es auch so funktioniert. Ach, das noch nicht, ne? Immer dieses eine Raschelgeräusch, das es oft öfters mal gibt, wenn man läuft. Das erschreckt mich immer am meisten. So. Was soll eigentlich dieser Pfeil immer hier? Hier sieht man es nicht, auf der Minimap ist der immer. Ah, sind ein paar Himbeeren, auch sehr gut. Ja gut, wenn man vorsichtig ist und immer gut ausgerüstet, dann geht's eigentlich. Wir sind ja auch ganz gut ausgerüstet. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit den ganzen Sachen machen, die wir gekriegt haben. Aber das erste Ziel ist natürlich jetzt erstmal heimzukommen. Ich sollte echt mal versuchen, diesen Speer zu bauen. Gut, aber ich habe auch im Augenblick noch kein... Er sagt mir kein... Na, nicht genug Feuersteine. Das war's. Aber spannende Geschichte. Ah. Ein Nixon-Hinterhalt. So. Zwei auf einen Streich. Sehr gut. Jetzt geht's aber ab. Die wollen es wirklich wissen, ne? So. Aber da man ja eure Dinger da essen kann. Oh, jetzt kommt aber auch jeder hin zum Kunst, ne? Ich sollte das Parieren noch besser lernen. Na? Na, das war einfach ein Blocken. Schadet auch nichts. So. Ja, sammeln wir aus Prinzip ein, ist unsere Beute, die wir redlich verdient haben. Oh, guck mal, dieser Bodennebel, der sieht ja cool aus. Ah, so ein Holzstückchen kann man auch immer mitnehmen und brauchen. Aber wie gesagt, wenn ich was bräuchte, wären es eigentlich eher so Feuersteine. Wir können auch mal ein bisschen rennen, das müsst ihr auch leveln. Huch,
Schon wieder was geraschelt. Ah. So. Da sind wir jetzt gleich bei unserem Steinkreis. Na, na. Ah, ich bin immer viel zu früh. Ich glaube, ich sollte einfach das Turmschild das nächste Mal nehmen. Und mir um das Parieren überhaupt keine Gedanken machen. Ist wahrscheinlich effektiver. Huch, was ist das? Ach, ein Wildschwein. Ja, komm. Das nehmen wir noch mit. Lag gerade so auf dem Weg. So. Deinen Ort haben wir jetzt gefunden. Der Uralte. Okay. Müssen wir uns mal den Spruch nochmal in Ruhe an. Das hört uns doch ein bisschen her. Ja, ist jetzt doch ganz schön duster geworden. Also, wir sind auf jeden Fall erfolgreich zurückgekommen. Die Sachen gucken wir uns dann beim nächsten Mal in Ruhe an, würde ich sagen. Denn ich muss zugeben, ich bin ein bisschen müde. Und ich bin immer noch so aufgeregt von dem Kampf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Legen wir uns gleich mal ins Bett. Können wir noch nicht? Ist wohl noch... Du bist nass, deswegen geht's nicht. Okay. Ja, dann setzen wir uns noch schön an unser Feuerchen, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bye, bye.